Hey Kinder, ihr wisst ja, ich fahre jetzt zu Tante Zarina. Ah, Mist! Moment mal. Und ich bin nachher wieder da. Passt schön auf, also Zoe, du weißt, du bist die Älteste, du passt auf die Jüngeren auf, ne? Wir haben also sturmfreie Bude, das wäre doch die perfekte Gelegenheit, um jetzt hier eine Party mit all meinen Freunden zu machen. Das muss ich Zoe sagen. Hey Zoe! Hey, ja, na, wie geht's? Also, ich muss dir was sagen. Also, Mama ist jetzt weg, ne? Die ist jetzt ja, bei Tante ich Barbara. Weiß, ja, ich weiß. Genau. Und da ist doch die perfekte Idee, dass wir jetzt eine Party mit all unseren Freunden machen. Was? Eine Party? Bist du verrückt? Ja, eine Party. Nein, Mann, das wäre zwar voll cool, aber ich trage die Verantwortung. Hallo? Ja, da passiert doch auch nichts. Wir haben doch coole Freunde. Da wird doch bestimmt nichts kaputt gehen. Auf gar keinen Fall. Das fällt alles auf mich zurück. No way. Ja, Nein, das kannst du dir abschminken. Das machen wir nicht. Du kannst gerne irgendwie was anderes überlegen, aber so eine Party? Nein, sorry, das geht nicht. Echt nicht. Wow, komm schon, Pikachu. Ah, das ist gar nicht Pikachu, das ist Glumanda. Glumanda ist cool! Wow. Aber irgendwie ist mir langweilig. Ich schau mal, was Zack macht. Hey Zack! Oh, hey Zoe! Hast du Lust vielleicht mit mir... Raus! Hast du Lust, was mit mir zu unternehmen? Raus! Okay. Oh, Zack, was wolltest du denn jetzt hier schon? Wir haben jetzt hier gerade einen Plan. Oh, so nervig, ey. Egal. Ja, dann wird das wohl nichts mit der Party, egal. Was kann ich denn dann machen? Ich glaube, ich gehe jetzt ein Horrorspiel spielen. Moment mal. Horrorspiel. Oh mein Gott, das ist die Idee, jawoll! Also, was hast du denn jetzt vor? Schon ein bisschen gruselig, aber cool. Oh, ja, was ist denn? Hey Zack, guck mal mein Slime an. Mein Slime ist voll cool, oder? Ja, der ist cool, oder? Nein. Würdest du den vielleicht sehen? Nein. Aber hey, weißt du was, Zane? Komm mal her. Wir spielen jetzt ein Horrorspiel zusammen. Pack deinen Slime weg, wir spielen jetzt ein Horrorspiel zusammen. Horrorspiel? Ja, ein Horrorspiel. Müssen wir das spielen? Ja, müssen wir. Du bleibst jetzt hier. Du willst doch immer mit mir spielen. Jetzt darfst du mit mir spielen. Wir spielen jetzt ein Horrorspiel zusammen. Okay. Weißt du was? Du nimmst jetzt hier mal den Controller. Nimm den mal so. Du musst jetzt hier einfach nur durch den dunklen Gang gehen. Und wenn da Monster kommen, lass dich davon nicht erschrecken. Aber die sehen halt nur echt gruselig aus und es ist mega dunkel. Aber da ist es doch dunkel. Ja, traust du dich etwa nicht? Traust du dich etwa nicht? Doch, ich so. Trau mich. Ja? Okay, dann lauf ich. Also. Das ist ein Zombie, ich will das nicht. Nicht mal meinen kleinen Bruder ärgern, macht noch Spaß. Ich geh mal wieder zu Zoe. Hey Zoe, da bin ich wieder. Hi, ey, ich seh's. Ich muss dir was erzählen. Ich hab grad mit Zane ein Horrorspiel gespielt. Ey, und echt? Du glaubst das nicht. Der hat sich so in die Hosen gemacht. Der hatte wirklich so viel Angst, das hättest du sehen müssen. Oh. Der Arme. Also Zoe, da das eigentlich schon so lustig war, müssen wir das noch mal krasser machen. Und zwar, wir erzählen Zane eine Horrorgeschichte. Eine Horrorgeschichte? Ja, aber so eine richtig krasse Horrorgeschichte. Jetzt nicht so eine langweilige. Dann wird der echt Schiss haben, ne? Ja, das ist doch mein Ziel. Also, wir werden ihm erzählen, dass in dem Haus hier die Vormieter verschwunden sind. Die waren auf einmal weg. Einfach weg. Okay, und niemand weiß, wo sie sind. Ja, genau. Und, okay. Und der wird sich so in die Hosen machen. Ja, das weil wird er definitiv. Und wir sagen ihm nur noch, dass die Geister hier noch so rumspuken. Also, los oh geht's. Oh mein Gott, der Arme. Hey! Was machst du da? Hast du immer noch Angst wegen den Zombies? Hallo! Hallo! Hi! Sag mal, warum hast du hier eine Decke über dem Kopf? Hab ich doch gar nicht. Ich glaube schon. Aber weißt du was? Egal. Also, Zane, wir müssen dir da was erzählen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben da was, also du weißt ja, wir leben ja hier schon relativ lange in dem Haus, ja, ne? Ja. Aber es gab ja auch mal Leute, die haben davor bei uns gewohnt, ne? Mhm. Und die Vormieter. Wir haben dir das nie erzählt. Ja. Aber wir müssen dir das jetzt sagen. Mama hat uns das früher erzählt. Was denn? Wir konnten hier nur in das Haus einziehen, weil die Leute, die davor bei uns gewohnt haben, die sind einfach verschwunden. Und niemand weiß bis heute, wo sie sind. Die wurden nie gefunden, also keiner weiß, wo die sind. Also von jetzt auf gleich, und einfach die weg. Die waren bis zuletzt hier in dem Haus und ich glaube, die Geister leben hier noch in dem Haus. Und es gibt ein Gerücht, wenn du... Nein, ich möchte doch, das nicht hören. Doch. Du musst das jetzt mit anhören. Du musst dreimal in diesem Haus... Zacharias. Und dann kommt im Spiel. Okay, ich sag's besser nicht. Bitte probier das lieber aus. Aber überleg dir das gut. Zacharias. Ah!
So, endlich kann ich mich jetzt auch hier hinsetzen. Das war ja mal ein voller Erfolg. Das war so schön mit anzusehen. Und wir machen da noch was. Okay. Wir werden, oder du wirst dich heute Nacht. Ich? Ja, ja, du wirst dich. Du wirst dich heute Nacht als Mumie verkleiden. Als Mumie? Und dann läufst du so rum, so. Wie soll ich das denn anstellen? Tja, womit wohl? Mit? Soll ich mich einwickeln? Ja, mit Klopapier. Klopapier? Ja. Oh mein Gott. Also, doch, das müssen wir machen, was ich immer vor. Stell dir einfach mal nur Zane vor, ja, wie er dann dich sieht mit Klopapier, um, also als Mumie halt. Der wird so einen Schrecken kriegen, ja. Ja, eben! Also, das müssen wir jetzt machen. Okay. Sehr gut. Okay, also Zoe, halt das mal fest. Ja. Halt das mal fest. So. Ja, das Ende festhalten. Oh, nee, 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 doch, nee, nee. Oh, nee, doch, das geht so weit. Nee, sorry, also Moment mal. Das Ganze, das geht so weit, das kannst du machen. Ich bin hier die Ältere im Haus, also habe ich auch immer noch das Sagen. Vergiss das mal nicht. Ich mache hier schon deine Späßchen mit, aber das... Ja, meinetwegen, bevor wir das jetzt gar nicht machen, so, weil das muss halt funktionieren. So, ich würde sagen, sieht doch super aus. Jetzt setzen wir noch den Hut also, auf. Mir zwar mehr gefallen, wenn du das gemacht hättest, aber um Zane zu erschrecken, machen wir das jetzt. Dann würde ich sagen, versteck dich doch mal im Flur. Okay, okay. Hm. Das war doch bestimmt ein Prank. Zachariah. Zachariah. Hm. Ich bin müde, ich geh ein Glas Wasser trinken. Oh, Zachariah! Oh mein Gott, das hat geklappt, das hat geklappt! Das war ja wohl ein voller Erfolg. Und der hat sogar, ey, das, also das heißt schon was, wenn er hier sein geliebtes Plüschtier vor Schreck hat fallen lassen. Ah, das hat genauso gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Hammer. Hey, Zack, ich bin wieder da. Ich war ja bei Tante Zarina. Wie war's denn? Hat alles geklappt? Oh, hi, ja, hat alles geklappt, hat alles geklappt. Ach, schön, dass alles geklappt hat. Bis nachher. Kinder, wo ist das ganze Toilettenpapier hin? Das gibt's doch nicht! Oh, nein. Aber irgendwie ist mir langweilig. Ich schau mal, was Zane... Nee, ich bin da Zane. Ja, was ist denn? Warte, dein Handy ist hier. Ach so. René hat den Hals gebrochen. Sieht aber richtig schick aus, René. Danke. So, jetzt wick mich mein Bruder ein. Ey, Bruder, Arm hoch. Nimmst du hier einmal? Ah, super, machst du das. Schön. Ja, oder? Bruder, Arm hoch. Arme nach oben. Geh super, weg. Ich wickle ihn jetzt ein und dann seht ihr das Endresultat. Um Zane zu erschrecken, machen wir das jetzt. Also. So, ja, ist doch gut. Hey, Zack. Nicht Zack, Zack. 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 Zachariah. Zachariah. Störi. Alles gut. So, das heben wir natürlich wieder auf. Das kann man noch gebrauchen, Freunde. Mhm. Warum machst du denn nicht mit? Du hältst die Kamera da an der Hand. Ja, einer muss doch hier filmen, oder nicht? Mein Klopapier. Schön. Dann kriegst du das Klopapier.